Oh Mann, Leute. Also, ich bin gerade hier nochmal beim 4WD Super Center. Und zwar habe ich mir jetzt gerade nochmal einen Küchen gekauft und noch Halteplatten für meine Solarplatte fürs Dach. Das heißt, es ist noch irgendwas für oben, ein Dachgestell, um die Solarplatte da auch richtig festmachen zu können. Also, ich werde jetzt erstmal zur neuen Airbnb fahren, weil mein Auto ist voll, hier passt nichts mehr rein. Dann werde ich das ganze Zeug da abladen und dann werde ich mich heute zu verschiedenen Schrottplätzen begeben, dass ich dann wirklich alles fürs Auto zusammen habe, damit es in 2 Tagen losgehen kann mit dem Ausbau. Wie hasse Australien, ey. Schätz mal, was ich für diesen Einkauf bezahlt habe. $100, Alter, für eine Tüte Essen. Schon Dollar, schon Dollar. Ich bin jetzt hier in der Gegend, wo überall Schrottplätze sind. Ich werde jetzt mal mein Glück versuchen. Wir versuchen, meine Dachgepäckträger hier zu besorgen. Und ich kriege die hier für einen schmalen Taler. So, ich habe sogar ziemlich schnell ein Auto gefunden. Der gute Herr schraubt mir die Dinger jetzt ab. Ich soll kurz warten und dann bringt er mir die nach vorne. Für $150, das ist gut, sonst hätten die so $500 gekostet neu. Yes! Dann habe ich alles für meinen Ausbau. Jetzt aber wirklich. So, hier sind die schönen Dinger. Ein Problem, er hatte die Schlüssel nicht hierfür. Das heißt, ich muss die Dinger hier, also ich kann die so aufklappen und dann trotzdem aufmachen. Da hinten ist halt leider eins kaputt. Aber ist nicht so schlimm, wenn das nicht abgeschlossen ist. Wird schon keiner versuchen, mein Dach zu klauen, hoffe ich. So, das ist übrigens unsere Bude hier. Hier schlafe ich auf der Couch. Andere Möglichkeit wäre gewesen, mir mit jemand anderem dieses Bett da zu teilen, aber da schlafe ich. Kleine Glotze. Hier Living Room. Ganz schick. Moderne Küche. Endlich mal auch gut ausgestattet mit allem, was man braucht. Schöner großer Kühlschrank, alles sauber, schöner Gasherd. Genau. Bisher das geilste Badezimmer auch. Vernünftige Dusche. Alles sehr schick. Geht schon gut los, Alter. Warum ist es so schwer, hier einfach mal ein Video zu schneiden? Warum ist es so schwer? Im Internet in Australien. Mann. So, für mich geht es jetzt noch mit Jonas. Wo ist er? Da. Ja, hier eine Runde Session machen im Auto-Gym. Hier gibt es nur 3 Geräte, aber wir machen ein bisschen was für Brust. Und gute Neuigkeiten, ich habe morgen mein erstes Vorstellungsgespräch in einer Solar-Company. Man wird richtig gut bezahlt und mein Job wäre dann halt zu verschiedenen Endkunden zu fahren und die von Paketen und Finanzierungen zu überzeugen. Also auch was Kaufmännisches, wie ich es auch gelernt habe. Bin gespannt, wäre richtig geil, wenn das klappt. $2000 die Woche wäre schon echt richtig lecker. Seid gespannt. Ich mache jetzt eine Session. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, Jungs. Good night. So, guten Morgen, meine Freunde. Ich bin gerade auf dem Weg zu meinem Vorstellungsgespräch. Also ich sollte eigentlich vorher da sein, ein paar Minuten vorher. Viertel nach 9 geht's los. Laut meinem Navi komme ich 8:50 an und dann muss ich das dann noch finden, einen Parkplatz finden. Also es wird sehr knapp. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich gegen 9 rum hier so im Stau landen werde. Also es ist echt schlimm. Ich komme gar nicht voran. Ich hoffe, das wird was. Ich wünsche mir Glück. Wir sehen uns gleich wieder. Hoffentlich dann mit einem Job in der Tasche. Es geht nicht voran. Hilfe! So, Leute, Forschungsgespräch war ganz gut. Problem ist nur, die wollen direkt morgen eigentlich schon einen einstellen. Ich kann erst ab nächsten Montag. Das ist ein kleines Problem. Die wollen mich jetzt in der nächsten Stunde zurückrufen, mir sagen, ob es geklappt hat. Wäre richtig geil. Das wäre ein richtig geiler Job. Ich bin jetzt erstmal beim guten Kim. Wir werden jetzt das Auto zusammen ausbauen. Jetzt geht's dann Ausbau. Let's go, endlich! So, wir wollten eigentlich jetzt das Kabel verlegen von der Innenbatterie nach drin. Ja, gibt keinen Einlass in den Motorraum. Keine Ahnung. Das erste Problem, ey. Die vergessen, ich habe Familie hier. Das sieht doch schon besser aus hier. Leg dich mal kurz rein, ich will was wissen. Von der Länge her, meinst du? Mhm. Wenn du eine Fahrersitz vorschiebst. Ja, dann sollte das eigentlich passen. Ah, du bist wegen Raumkuchen. Oh, Hilfe. Wir haben jetzt ein Loch gefunden, wo wir mit dem Kabel durchgehen. Und zwar, die Sitze sind raus, die ganze Chose ist weg. Und da geht's durch. Und da geht's nach unten. Mit dem Kabel. Das schwerste Part ist geschafft, wa? Ja, mir gefällt nicht ganz, wie es durchgezogen ist. Das Geilste ist einfach, mein Auto hat einfach serienmäßig einen Tisch dabei. Der war als Platte da drüber, wo eigentlich der Ersatzreifen ist. Also
Noch nie sowas gesehen, aber nicht schlecht. Den Tisch brauche ich schon mal nicht mehr. 40 Stunden. Was die 240 Stunden ist, glaube ich, kann er jetzt halten, weil er keinen Verbrauch hat. Ja. Und wenn du dann was verbrauchst, dann geht die Zeit runter. So, Batterie ist schon mal drin. Kann nicht losgehen, ich bin einfach jetzt so hier hinten drin. Schön gemütlich, einfach hier mich reingelegt. Kopfkissen. Easy. Wir mussten die Kappen jetzt hier abreißen, weil wir keinen Schlüssel dafür hatten. Aber der erste ist schon drauf. Sieht jetzt halt so aus. Nicht ganz so schön. Aber oben guckt ja eh keiner drauf. Das Ding hier ist einfach wie ein Obi, nur noch viel, viel größer, Alter. Hier gibt's alles irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie ich hier meine zwei Sachen drauf finden soll. Ah, Hilfe! Ich muss übrigens morgen die Storage Boxes wieder zurückbringen, weil wir bauen das doch anders. Weil sonst habe ich echt viel zu wenig Platz im Auto. Ich hoffe, die nehmen das Zeug zurück. Dann kriege ich meine $300 wieder. Dann kann ich damit mir wenigstens auch mal ein bisschen Küchenutensilien und so zulegen. So, Freunde der Sonne, ich bin wieder zu Hause. Ich habe leider keinen Anruf heute bekommen von meinem Bewerbungsgespräch. Das heißt wahrscheinlich, dass sie mich nicht nehmen. Ist halt schade. Das Ding ist, ich hätte richtig gut Geld da bekommen. Und ja, die wollten halt jemanden haben, der direkt anfangen kann. Und ich kann gerade noch nicht anfangen, während ich dieses Auto ausbaue, zu arbeiten. Aber war trotzdem eine Erfahrung wert. Erstes Bewerbungsgespräch auf Englisch hinter mir. Gute Nacht, Jungs, Mädels. Ich bin auf jeden Fall fertig fürs Bett. Ciao. Hi. I've got 2 back seats and some paper and plastic. You've got what, sir? What was the first thing? 2 back seats, the seats of the car. Ah, okay. Have you got a voucher or anything? Jetzt bin ich gerade an der Müllhalde und bringe einfach meinen ganzen Scheiß hier weg. Kostet mich $12 und dann bin ich die Sitze los, ein ganzes Styropor-Scheiße los. Dann habe ich wieder Platz zum Weiterbauen. Jo. Bye bye. Weiter Sitz. Zack. Wow, cool. So, meine Freunde der verdunkelten Sonne. Heute ist, glaube ich, ja, bis jetzt der wärmste Tag, seitdem ich in Ostmayr bin. Es hat 29 knackige Grad Celsius. Ja, ich habe eigentlich sehr viel zu tun. Jetzt aber nach dem Schrottplatz, nachdem ich jetzt ein paar Erledigungen gemacht habe, dachte ich mir, komm, gehen wir mal ins Wasser, laden wir ein bisschen die Batterie wieder auf. Nicht nur die zweite Autobatterie bei mir im Auto, nämlich auch meine, weil die letzten Tage waren echt ziemlich hastig, was ein Scheißwort, und stressig. Deshalb bin ich jetzt hier in so einem entspannten Park, suche mir jetzt eine geile Stelle, wo ich mich einfach hinschülle und ein bisschen mein Buch lese. Genau. Und es ist richtig schön hier alles, ey. Diese Parks hier im Wasser sind alle so schön und die Häuser hier, wow. Guckt euch das an. Und alles so gut gepflegt hier, ey. Krass. Also, echt einfach nur geil. Vor allem ist das alles so grün, weil hier echt überall Beregnungsanlagen eingebaut sind. Hier so kleine Brücken, alles so ein bisschen verspielt. Echt cool. Ich suche eine Stelle mit so Steinen, wo ich mich draufsetzen will. Die hatte ich von der Brücke oben gesehen und ich habe es gefunden. Genau da hinten stelle ich mich jetzt hin. Boah, wie geil. Zack, zack. Ey, da kann ich mich so hinsetzen. Das ist doch geil. Das ist doch schick. Okay, nachdem ich gerade von 100 Ameisen angegriffen wurde, geht jetzt wieder zurück ins Auto. Und diese Fliegen, ey, sind aggressiv. Der hat eine schöne Stärke. Die Erdnussdiente mit ein bisschen Gemüse und Pilzen. Krass. In Australien lebt ja die Trichternetzspinne. Das ist ja, glaube ich, die. Oder die zweitgiftigste Spinne der Welt. Und hier vorne am Schuppen, hier ist so ein verdächtiges Netz. Sieht halt aus, als könnte da so einer leben. Irgendwie interessiert mich das jetzt schon. Vielleicht kann man die hier ein bisschen provozieren. Dass die rauskommt. Aber ich glaube eher, dass die ja, schüchtern sind. Alter, klebt das dolle. Fuck. Aber vielleicht macht die das so wütend, dass sie sich denkt, runter von meinem Rasen, du Penner. Okay, ich weiß jetzt, in welcher Ecke sie ist. Vielleicht kriege ich sie provoziert. Alles nur für euch. Ich will euch einmal die Tiere hier zeigen. Nee, die wird da nicht rauskommen. Ich habe sie gerade gesehen. Schade. Ich blende euch ein Bild ein.
Hello there. Die sehen geil aus, ey. Der erste Stärketest der Krabbe. Also hier an dem Strand sind irgendwie mehr Hunde als Menschen. Hey, alles voll. Soweit man gucken kann. Nur Hunde. Vor allem bei denen hier müsste man sich jetzt anhören in Deutschland. Nehmen Sie bitte den Hund an die Leine, es ist Leinenpflicht. Echt cool, wie viel immer los ist, wenn die Sonne untergeht. Da hat so ein Falafelstand einfach mal aufgebaut. Überall sitzen die Leute, gucken sich den Sonnenuntergang an. Ein paar gehen angeln. Echt cool. Ich habe mit einer App geguckt, wo die günstigste Tanke ist. 1,60 Euro heißt 1 Euro. 1,60 Euro heißt 1 Euro. Ich denke, das ist meine ganze Karre schon voll, ey. 1 Euro für einen Liter Benzin ist schon echt geil. So, also wir haben jetzt hier für die Eckenfüße gebaut. Die werden wir da unten reinschrauben, damit die fest sind. Und hier, wo die Hintersitze waren, habe ich jetzt gerade Metall zugesägt. Ich versuche das ein bisschen anzubiegen, weil das da nicht hinpasst. Damit das dann halt gleich hier so reinpasst. Schrauben wir das auch noch fest und dann können wir die Holzkonstruktion fürs Bett hier rauf machen und nichts rutscht hin und her. Das heißt, es wird alles richtig bombenfest, das ist gut. So, meine Freunde, sieht man mich? So sieht man mich. Es ist dunkel, wir haben den Ausbau gestoppt. Ich fahre morgen wieder hierher. Karepa, der alte Mann, der nicht gefilmt werden will, hilft mir morgen wieder. Ich habe ihm jetzt hier so ein bisschen Chips und Fisch besorgt als Dankeschön. Karepa, I got your snacks. What are they? The chips, your snapper and chicken nuggets. Wow, nächster Tag. Nächste Erfolge werden geschrieben heute. Autoausbau. Oh, ich bin da. Das heißt, es ran an die Arbeit. Klotz, klotz, klotz. Jetzt habe ich die scheiß falschen Schrauben gekauft und muss mir selbst mal einen Schlitz hier reinsägen, ey. Die Kacke, ey. Jappidole. Das Ding steht schon mal. Warum muss ich heute fertig werden, Alter? Heute ist die letzte Nacht im Airbnb und ab Montag muss ich im Auto schlafen. Ich sag euch ehrlich, das ganze Ding hier, in Teile schneiden mit der Metallsäge, ist echt kein Spaß. Ich brauche ganz viele von den Dingern. Alter Schwede, 30 Grad. So sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt kommen die Platten noch hier so ran. Und dann wird da oben drauf die Platte fürs Bett verschraubt. Das Gestell ist drin, jetzt wird die Bettplatte zugeschnitten. Yes! So Leute, es ist jetzt 8 Uhr abends, es ist seit 2 Stunden dunkel. Das Ding ist drin. Ich zeige euch morgen alles ganz entspannt, wenn es hell ist. So, guten Morgen, Leute. Mit ein bisschen Stress, weil in 20 Minuten muss ich aus der Bude raus sein. Ich zeige euch jetzt mal kurz, bevor ich mein ganzes Auto volllade, was ich hier gestern gebaut habe. Und zwar, das ist das Gestell. Hier haben wir die Füße. Die sind fest verschraubt hier mit dem Boden vom Auto. Hier habe ich meinen Tisch. Hier komme ich trotzdem immer noch easy ran. Habe hier unten noch ein bisschen Stauraum, wo ein bisschen was rein kann. Und kann bis hinten halt Kisten durchschieben. Hier unten die Batterie, ist das Solarpanel schon drauf. Hier sind meine Anschlüsse, meine 12 Volt Anschlüsse. Da hinten ist der Kühlschrank. So sieht das hier aus. Gut, Jonas Scheiß ist hier noch drin und die Boxen kommen noch nach unten und dann kann ich das hier alles langsam aufräumen. Ich habe jetzt genau auf Millimeter passende Boxen gefunden, das ist geil. Wasserkanister habe ich noch gekauft. Batterien zum Aufblasen später von meiner Matratze. Ja. Jetzt gibt es aber erstmal eine kleine Stärkung. Geil. Ja, jetzt regnet es und mir läuft die Zeit davon. Guck, wie es hier aussieht. Ah, 2 Stunden ist dunkel und ich habe noch keine Scheiben abgeklebt. Ich habe meine Matratze noch nicht aufgepumpt. Mein Bettzeug noch nicht bezogen. Ich habe noch meine Boxen nicht eingeräumt. Und es regnet. Ich muss noch einkaufen. Um 5 Uhr machen wir nachmittags immer alle Läden zu fast. Hilfe. Ja. Warte. So, ich klebe hier gerade meine Fenster ab. Es ist ganz schön anstrengend, Alter. Ich weiß auch nicht, ob ich das hinbekomme, bevor die Sonne weg ist, weil diese geht gerade unter. Aber ich bin nicht der Einzige, der Probleme hat. Der Kollege hat sich so richtig festgefahren da hinten.
Okay, es kam Hilfe und er ist raus. Jawohl. Und nochmal die Heckscheibe irgendwie abkleben, ich weiß nicht womit. Vielleicht hänge ich da einfach ein Handtuch rüber oder so, es geht wohl nicht anders heute Nacht. Hallo. So, erste Nacht. Im Panzer. Ich habe jetzt provisorisch erstmal ein Handtuch rübergegangen, weil ich hatte keine Folie mehr. Ich habe zwei Saugnäpfe gefunden, das Ding ist perfekt, Alter. Mit Saugnäpfen so geil. Werde ich mir morgen noch ein paar von kaufen. Und das hier habe ich jetzt verklebt. Finde ich aber nicht ganz so geil mit dem Kleber irgendwie. Wenn ich hier so liege. So, ich will mich gerade so ausstrecken. Meistens schlafe ich aber eh seit. Liege ich mit dem Kopf hier. Doch, ist schon comfy, ey. Geht schon klar. Kann man machen. Für ein Jahr jetzt. Ja. Doch. Jetzt mein Panzer, Junge, mein neues Zuhause. Das werde ich noch alles schön ausschneiden und schön machen, dass das nicht so dumm aussieht. Morgen, Leute. Es ist 4:30. Ich bin wach geworden, weil ich auf Toilette musste. Leider haben die Toilettenhäuser bis 6 Uhr zu. Wir schlafen übrigens noch ein paar mehr Leute. Da hinten ist auch alles voll. Das ist der einzige, der hier steht. Das ist schon gut. Und Strafzettel habe ich bisher auch noch nicht an meinem Fenster. So. Und da mein Auto ja jetzt so gut wie fertig ist, fehlen ja nur ein paar Feinschliffe. Das mache ich heute noch. Viele von euch interessiert bestimmt, was ich jetzt alles insgesamt bezahlt habe. Ich liste euch das mal auf. Und zwar Auto. Dann kommt die Rego, heißt die Anmeldung und die Versicherung auf Schäden von anderen Personen. Und die Kfz-Steuer, das ist da ja alles mit drin in der Rego. Da war ein bisschen mehr, weil ich ja von Queensland auf einen anderen Staat mal auf Western Australia das Auto ummelden musste. So. Dann kommt noch meine Versicherung, meine Vollkasko dazu. So, dann mein Kings-Einkauf. Das war meine Batterie, mein Solarpanel, mein Kühlschrank, die ganzen Kabel dafür, die ganzen Befestigungen. Dann kommen die Dachgepäckträger, die oben drauf sind. Dann bei Bunnings, das ist so, könnt ihr euch vorstellen, wie ein Obi, habe ich auch schon ein, zwei Mal gesagt. Da habe ich die ganzen Schrauben, eine Zange, so ein bisschen Werkzeug halt gekauft. So, dann $12 für den Schrott, den ich weggebracht habe, meine Hintersitze und so. Dann haben wir $340 an den guten Kim bezahlt, dafür, dass er seine ganzen Geräte und sein Holz nutzen darf und ihm bei der Elektronik geholfen hat. Dann kommen noch $200 Kmart dazu, das sind die ganzen Kisten, die ich jetzt gekauft habe. Meine Pfanne, mein Messer, halt all so Stuff, was man so braucht. Und dann noch bei Supercar habe ich noch $57 gelassen für diese schönen Protektormatten hier, für meine Sonnenprotektoren, um meine Fenster halt abzukleben. Genau. Das sind totale Kosten von Katsching-Geräusch. Jo, genau. Jetzt wisst ihr Bescheid. Alles ein bisschen teurer geworden als gedacht. Von der Kohle hätte ich mir auch einfach ein richtig geil ausgebautes Auto schon kaufen können. Einerseits habe ich jetzt so ein geiles Projekt gehabt, mal ein bisschen Erfahrung gesammelt, so auch mit hier Holzarbeiten und so, war ganz geil. Und ich wollte mir halt einfach sicher gehen, dass das Auto läuft und mir nicht irgendwo stehen bleibt mit dem Motorschaden. Das weißt du halt nicht, wenn du so eine abgefahrene Karre holst von irgendwelchen Leuten, die das jedes Jahr weitergeben an den nächsten Work and Traveler. Hier wusste ich, das Auto läuft tipptopp. Das zu den Kosten. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen mit dem Autoausbau. Lasst doch gerne mal ein Kommi da, ein Like da. Und wir sehen uns im nächsten Video. Wenn es heißt, wir fahren nach Watkins Island zu den Quakers. Stay tuned, bis zum nächsten Mal. Bye bye. Ciao, ciao.